Wie gesagt, würde ich mich nicht drauf verlassen haben. Ich bin gleich wieder da, Sekunde. Sehr gerne, Mann. Hier bin ich wieder zurück am Stück. Ich muss mir kurz ans Telefon. So, weiter geht's. Bist du sicher, dass Halliwell nicht hier ist? Ja. Tut mir leid, Harper. Aber ich muss ihn finden. Tut mir echt leid, aber dein Halliwell gibt es hier nicht. Na gut, dann habe ich mich wohl vertan. Vermutlich. Tut mir leid, Harp. Ich muss los. Ah ja, gibt's hier nicht. Kleiner Schelm. Besenkammer, was kann man da machen? Ah ja, Fischfutter. Ins Inventar, sehr schön. Was gibt's hier noch? Reinigungsmittel. Ins Inventar, okay. Aquariumschlauch. Ins Inventar. Tür schließen, da ist ein Aufzug, Fahrstuhl. Da mal Aquarium. Hübsches Aquarium. Lichter, eine Schatzkiste, ein dämonischer Totenkopf. Dieses Aquarium ist besser als die Hotelzimmer. Manchmal wünschte ich wäre ein Fisch. Aber dann fällt mir ein, dass ich nicht gerne in meiner eigenen Kacke schwimme. Ja, gut, okay, ja, touché. Aber die kennt ja nicht anders, die kleinen Tierlese. Von daher kann man denen gar nichts vorwerfen. Was ist da? Steckdose? Eine Steckdose. Eine Welt unendlicher Möglichkeiten. Ja. Was wäre die moderne Zivilisation ohne Steckdosen? Stromlos. Wir gehen mal runter. Wir müssen den auch noch irgendwie ablenken, aber ich weiß nicht wie. Ah, Sessel? Der alte Sessel hat schon viel miterlebt. Niemals werde ich mich in diesen Sessel setzen. Nicht nach dem Leroy darauf. Naja. Wie, okay. Uriniert hat? Gut, da geht's nicht weiter. Billardtisch. Was gibt's da? Auf jeden Fall gibt's ja eine Bar schon mal. Gut, können wir's besaufen. Unzählige Nächte haben Mord und ich an diesem Tisch verbracht. Unzählige Male wurden wir von Truckern, die hier einen Zwischenstopp gemacht haben, geschlagen. Ah ja. Ich war ein echter Teufelskerl am Billardtisch. Ich muss hunderte von Dollar an dem Ding verloren haben. Ja, reden wir mit dem Barkeeper mal. Hallo. Hey, was darf sein? Ihr habt ja eine kleine Party vor dem großen Spiel geschmissen. Was denkst du über die Eltonfieber? Ich suche nach Halliwell. Ein Drink. Gib mir einen Drink, Chef. Chef? Ein Bierchen bitte, einen Orangensaft. Ich habe mir, Ein Bierchen bitte. Gerne. Hast du deinen Ausweis dabei? Ausweis? Kein Problem. Ich muss ihn wohl in meiner anderen Hose vergessen haben. Wenn du dich nicht als 21 ausweisen kannst, darf ich dir keinen Alkohol ausschenken. Ich kann das komplette Samurai Squad Theme singen. Das Original, nicht das Remake. Kein Ausweis, kein Alk, Kumpel. Okay, warte mal. Wenn der 21 ist, mal du ist aber drüben. Wegen diesen Drinks, ihr habt ja. Wegen dieses Drinks. Was darf sein? Orangensaft? Einen Orangensaft, bitte. Tut mir leid, haben wir nicht. Gut. Ich hab's mir anders überlegt. Okay. Eine kleine Party. Ihr habt hier eine kleine Party vor dem großen Spiel geschmissen? Klar. Kannst gern bleiben und das Match mit uns ansehen. Banner super, das ganze unnütze Fan. Kitsch überall hier ist nett. Ich mag die spärliche Bestuhlung. Geil. Das Banner ist super. Dank dir. Es ist ein großes Event für uns. Ist ja nicht leicht, sich unter diesen Umständen bei Laune zu halten. Ja, zur Einstimmung ich. Haben wir uns die ganzen Klassiker der Seagulls angeschaut. All die großen Matches. Buh! Scheiß Seagulls! RIP Trommelfell. Spiel? Wie läuft das Spiel? Ziemlich spannend. Schaust dir doch mit uns an. Ja, wir könnten ein paar zusätzliche Raccoons-Unterstützer gut gebrauchen. Wenn ich eine Gruppe erwachsener Männer um ein Stück Leder kämpfen sehen wollte, würde ich zum Schuh-Discounter gehen. Zeigen wir das Spiel da auch? Was denkst du über das Yelltown-Fieber? Oh, es ist schrecklich. Unsere Einnahmen sind stark gesunken. Die Angst hält die Leute zu Hause, was? Schlimmer. Sie fangen an, Yoga zu machen und probiotische Joghurts zu trinken. Es ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Geil, hier. Ich suche nach Halliwell. Nach wem? Halliwell? Reporter bei der Times? Ich kenne keinen Halliwell. Tut mir leid, Kumpel.
Naja, dann gehen wir mal. Naja. Wir haben keinen Ausweis. Ich gehe dann mal. Bis später. Danke, Sir. Warum ist es nötig gewesen, Sir? Fans? Hi. Hey. Howdy. Mhm. Was macht ihr da? Wir gucken das Endspiel. Was sonst? Heute werden die Seagulls richtig zerstört. Ha, träum weiter. Das ist ein sicheres Ding für uns. Hättest du wohl gern. Aber ich finde auch, muss ich sagen, die Zeichnung ja alles so echt schön gemacht. Ist toll. Was sind das hier für Videokassetten? Ach, wahrscheinlich die alten Aufnahmen, ne? Was sind das hier für Videokassetten? Wir hatten eine richtig starke Warm-up-Party vorm Spiel. Ja, richtig stark. Wir haben uns zur Vorbereitung die ganzen Seagulls-Klassiker angeschaut. 5 Jahrzehnte großartiger Highlights. Oh Gott. Das klingt so schrecklich. Irgendwas habe ich das Gefühl, dass nicht alle Beteiligten so... ja, genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nicht alle Beteiligten so richtig Spaß daran hatten. Ja, Dolores hier drüben ist bedauerlicherweise ein Raccoons-Fan. Die Raccoons sind super! Und eure blöde Party war sterbenslangweilig. Oh, es war unglaublich. Weißt du noch, wie wir die Vandals in den Playoffs zermalmt haben? Mein persönliches Highlight. Öde! Das Ligafinale zwischen den Seagulls und den Wolves. Oh Mann! Öde! Nur ein Spiel gegen die Raccoons. Hm. Und natürlich sind die Raccoons sang- und klanglos untergegangen. Oh Mann, die werde ich noch lieben. Das Vandals-Match war eine... Ah, wir können weiter damit reden. Ich erinnere mich an das Spiel gegen die Wolves. Das Spiel gegen die Raccoons war bestimmt... Ja. Das Vandals-Match war ein Klassiker. Ja, es war dieser leicht verregnete Juniabend, damals 78. Und die Vandals haben euch im Match verdroschen. Ja, bis zum letzten Quarter. Hat man schon mal so ein Comeback gesehen? Hä? Das ist ein Highlight? Alles okay bei dir? Vor allem dieser Irokesen... Irokesenschnitt? Nee, wie heißt es nochmal? Vorne kurz, hinten lang? Weiß ich nicht mehr. Wolfgang Petri, Haarfrisur, was weiß ich, keine Ahnung. Ich erinnere mich an das Spiel gegen die Wolves. Ich erinnere mich an das Spiel gegen die Wolves. Ich sag dir, Evan Taylor hat das Spiel seines Lebens gemacht. Der hatte nur Glück. Glück? Taylor war unglaublich. 6 Touchdown-Pässe. Das muss Mai 1999 gewesen sein. Was für ein Tag. Und das Spiel gegen die Raccoons? Das Spiel gegen die Raccoons war bestimmt ein Highlight. Oh, Junge. Ihr habt euch für Glück in die Hose gemacht, Merle. 86 ist lange her. Heute zeigen wir es euch. Versucht's doch mal, wie dem auch sei. Sprechen wir nochmal über die Warm-Up-Party. Ihr kennt nicht zufällig... okay. Ihr kennt nicht zufällig jemanden namens Halliwell? Aber sicher, Halliwell White bei den Seagulls von 92 bis 94. Ich glaube, er meint einen Hotelgast, Merle. Tut mir leid, wir kennen keinen Halliwell. Okay, habt ihr von dieser Krankheit... fragen wir auch mal nach. Habt ihr von dieser Krankheit gehört? Oh ja, haben wir. Wirklich beängstigend. Aber wir haben ein paar Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ich trage meine Seagulls Glücksboxer-Shorts. Wie bitteschön soll das denn helfen? Genau das habe ich ihm auch gesagt. Glücksboxer-Shorts. Nutzlos. Ganz im Gegensatz zu meinem Raccoons Glücks-BH. Ich glaube, das ist noch wichtig für den anderen oben. Ich muss mal weiter. Bis später. Tschüssi. Tschüss. So, Stapel aller Videokassetten. Mal sehen, ob die hier weiterhilft. Für? Mal sehen, ob die hier weiterhilft. Ich pack die andere zurück. Okay, wir haben jetzt einen Haufen Krimskrams langsam dabei. Fans, was gibt's hier noch? Videorekorder? Ein alter Videorekorder. Sogar noch in bester Verfassung. Klassisches Modell. Okay. Ich liebe Tennis. Das ist eigentlich Football, aber okay. Ich geh mal. Hier kann man nichts machen. Nee, na, da war nichts. Schade, hier gehen wir mal hoch. Wahrscheinlich müssen wir so ein nettes Inputs geben. Oh Gott, es gibt was. Können wir ihm vielleicht die Kassette geben? Morten? Das ist nichts für Morten.
Okay. Aufzug? Ich bin gerade irritiert, ob wir einen Haufen Müll haben. Tut mir leid, Harper. Nur für Gäste. Ich habe eh keine Zeit, durch alle Etagen zu latschen. Steckdose? Geh mal da weg. Ich brauche gerade keinen Strom. Möchte ich die Tür offen lassen? Ups. Tut mir leid, Harper. Ich hab eh keine... Können wir denn mal kurz reden? Hey, Morten. Hey, Kumpel. Tut mir leid, dass du das Endspiel verpasst. Das ist echt blöd. Bist du sicher, dass Halliwell nicht hier ist? Ja. Yep. Tut mir leid, Harper. Ich muss los. Manchmal wünschte ich wäre ein Fisch. Aber dann fällt mir ein, dass ich nicht gerne in meiner eigenen Kacke schwimme. Wir können unten auch nichts machen. Wir können mal rausgehen und weiter. Ich bin jetzt etwas irritiert, was wir machen sollen. Ja, ne? Geh mal weiter, oder meckert er da? Ne, das geht. Ah, der Schrottplatz. Ob Leroy zu Hause ist? Wer ist denn Leroy? Ein TV-Videorekorder-Kombigerät. Der ungekrönte König der Unterhaltungselektronik. Das Ding ist in einem ziemlich guten Zustand. Ob es noch funktioniert? Ich bin sicher, Leroy hat kein Problem damit, wenn ich mir den ausleihe. Ah, okay. Der Elektroschrott ist meine Lieblingsschrottsammlung hier. Ich habe hier schon so allerhand Perlen der Radiotechnik aufgespürt. Okay. Was haben wir da? Antiker Schrott. Sieht aus, als würde das Geschäft vor sich hinrosten. Oh, wir sollten mal speichern, sehe ich gerade. Neu. Dankeschön. Hier ist weniger los als früher. Ja, Stück Kran. Stück für Stück wird der Kran selber Teil des Schrotthaufens. Der Kreislauf des Lebens. Ja, das stimmt allerdings. Manchmal habe ich den Kran für Leroy bedient, aber mit den eigenen Händen im Schrott zu wühlen, hat mehr Spaß gemacht. Lol. Können wir da jetzt auch rumblödeln gleich? Geht das, Hebel? Ohne guten Grund brauche ich nicht mit dem Kram rumzuspielen, auch wenn es Spaß macht. Aber. Guten Grund brauche ich nicht mit dem Kram rumzuspielen, auch wenn es Spaß macht. Na gut. Es erstaunt mich immer wieder, was die Leute so alles wegschmeißen. Da haben die Säuglingsstellen ihre Wirkung voll entfaltet. Ich liebe es, im Müll herumzuwühlen. Zu schauen, ob man verkannte Schätze ausgraben kann. Dann lauf mal runter, dann schauen wir uns noch ein bisschen um. Vorsintflutlicher Schrott. Sieht aus, als würde das Geschäft vor sich hinrosten. Ja. Was haben wir da? Hier ist weniger los als früher. Da Automotor. Hängt ein alter Motor am Kran. Wie lange der Motor da wohl schon hängt. Hoffentlich ist er nicht total vom Rost zerfressen. Und da haben wir Leroy. Hey Leroy. Tag Harper. Wie ist es? Wie läuft's Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Aha. Da hat sich so einiges verändert, seit du nicht mehr aushilfst. Weißt du, ist nicht mehr das Gleiche ohne dich. Leroy, du sitzt in deinem Wohnwagen und schaust dir ein Footballspiel an, anstatt zu arbeiten. Hier hat sich nichts geändert. Hast du schon mal was von diesem Yellowtown-Fieber gehört? Hast du schon mal was von diesem Yellowtown-Fieber gehört? Ja, das kann uns aber nicht kleinkriegen. Ich weiß nicht. Klingt alles ziemlich ernst. Ich hab schon Fluten, Schneestürme, Erdbeben und Vulkanausbrüche hier überlebt. Es gibt keinen Vulkan in Yelltown, Leroy. Wir Yelltowner können ordentlich was einstecken, will ich damit sagen. Und das weißt du genau, Harper. Ja. Na gut, wir fangen mal auch nach dem Spiel und ich hoffe, dann finden wir ein bisschen vorwärts mal, weil ich weiß gar nicht so recht, was machen soll. Gut, wir haben den Fernseher mitgenommen, müssen einen wahrscheinlich ablenken, aber sehen wir dann. Schaust du dir das Spiel an? Aber sicher! Ich würde doch nie das große Finale verpassen. Willst du mitgucken? Nein, danke. Ich habe heute zu viel um die Ohren.
Ich nicht. Wie läuft das Spiel? Sieht gut aus. Wir führen. Aber die Raccoons haben eine gute Truppe dieses Jahr. Ist alles möglich. Bis später, Leroy. Sieh zu, Hab. Gut, was gibt's hier noch? Lackierpistole. Oh mein Gott. Eine Lackierpistole? Die Dinger sind so cool. Ich wollte immer eine für meine Modellflugzeuge. Aber Calvin meinte, sie machen zu viel Dreck. Ob dieses Schätzchen noch funktioniert? Ich bin sicher, Leroy würde der Erfüllung meines Kindheitstraumes nicht im Wege stehen. Nimm halt mit, Leroys Wohnwagen. Leroys Wohnwagen. Er wohnt hier das ganze Jahr. Du weißt ja, Hab, Schrott ist mein Leben. Und dein Leben ist Schrott, je nachdem. Leroys Wohnwagen. Du weißt ja, Hab. Gut, dann geht's ja aber auch nirgends mehr lang. Okay, was haben wir denn jetzt alles? Klebeband, Lackierpistole, au, oh, hübi, haba, du. Nein, bevor wir da so reinfangen, geht Doppelklick, ah, sehr schön. Freue ich mich immer, bevor die da immer so ewig latscht, weil es dauert manchmal immer so lang. So, was haben wir denn hier? Fernseher. Sieh mal, was ich gefunden habe. Hey, danke, Harper. Kannst du das Spiel anmachen? Brauche nur noch einen Moment. Oh Mann, das ist super. Ah, okay, gut, dann brauchen wir jetzt das Kabel mit dem Fernseher. Okay, mal sehen. Ich sollte die Verbindungsstelle noch irgendwie isolieren, bevor ich das Kabel in die Steckdose stecke. Ich will nicht schuld sein, wenn Morton hier den Elektroschock seines Lebens bekommt. Nicht nochmal. Ah, okay, I understand. Hier, Kabel. Das sollte klappen. Na, verdammt, er funktioniert nicht. Oh Mann. Hä? Wieso? Hey, ich bin ein richtiger Elektriker. Er geht nicht an. Wahrscheinlich wurde er deswegen weggeschmissen. Fernseher reparieren. Lass uns mal schauen. Aha, die Verbindung ist durch eine kalte Lötstelle unterbrochen. Lol. Kannst du das zu Hause reparieren? Ha, was denkst du, Mord? Echt jetzt? Gibt's hier nicht eine Map oder so? Willst du komplett heimwackeln? Ist nicht dein Ernst, oder? Oh Gott. Ich mache jetzt aber Doppelklick, dass wir schneller vorwärts kommen. Ganz zurückwackeln. Ja, weil da immer mal Lötkolben. Hätte ich das gewusst, hätte ich den gepackt, du? Was geht bei ihr? Gegensprechanlage bei Frau. Wie heißt sie nochmal? Sind Sie sicher, dass Sie nichts mehr brauchen? Oh, Harper. Okay, gut, dann gehen wir rein. Ich mag das selber nicht, wenn man dann immer nur so klickt und da lang wackelt und das dauert immer dann so lang. Da bin ich auch selber ein bisschen ungeduldig, muss ich zugeben, vielleicht. Aber ich finde es halt besser, wenn man da einfach hochwackelt und ne. So, jetzt wo ist die Schrottmühle? Hier, Lötkolben. Okay, dann lass uns die Kiste mal reparieren. Kann ich mal selber anlegen, das wäre schön. So, das müsste es gewesen sein. Echt jetzt? Fernseher, heißt doch nur wieder Fernseher. Ja, gut, okay. Gibt's hier noch irgendwas zu mitnehmen? Vielleicht eine andere Hose? Für einen Geldbeutel? Ha! Ich wusste doch, dass ich meinen Ausweis hier drin gelassen habe. Ha! Hab ich's auch gewusst. Und Geld? Mein umfangreicher Kleiderschrank. Ich besitze genau 2 Hosen. Okay. Und deine 10 kommt auch noch, alter Freund. Das wissen wir ja. Manche kommen her, klicken und erzählen dann nebenher und erzählen immer, aber wir haben gerade noch nicht so viel zu erzählen zum Nachdenken. Wir müssen erstmal diesen
Hemingway, Halle Berry, Ronnie Wonnie, McDonny, irgendwie so finden. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe eine Idee gehabt, dass sie Sache betrifft. Könnten wir eigentlich die Farbe, Fischfutter, die Farbe damit kombinieren? Die Düse der Lackierpistole ist verstopft. Ich sollte sie erst sauber machen. Okay.